Mahlzeit Leute, willkommen zu einem neuen Video hier in Skyrim und heute beschäftigen wir uns wieder mit einem Easter Egg, welches in Skyrim wieder mal versteckt wurde und zwar mit einem Easter Egg, welches auf der Arthurs-Sage beruht und ich denke mal bei dem einen oder anderen wird es jetzt Klick machen, wenn ich sage Schwert im Stein. Ja, das ist richtig, als Arthurs nämlich, als Arthurs Vater nämlich kurz vorm Abnippeln war, stößt er sein Schwert in einen Stein rein und ließ dabei die Worte fallen, nur der rechtmäßige König wird das Schwert wieder aus diesem Stein ziehen können. Also, es ist wieder mal eine nette Arthurs-Sage, die hatten wir ja auch schon mal gehabt in dem Video mit dem Easter Egg mit der Dame im See, die nette, hübsche Jungfrau und heute eben mal wieder ein neues Easter Egg von der Arthurs-Sage und das aus diesem schönen, herrlichen Himmelsrand. Für euch zur Orientierung, wo das Ganze ist, das Ganze befindet sich hier am Rebellengrab. Das Rebellengrab ist hier bei den gespaltenen Türmen. Ich zeige es euch mal hier oben. Mortal, also westlich von Mortal, oberhalb von der Düsterwindklippe und südwestlich von Einsamkeit. Also das Ganze befindet sich hier eben am Rebellengrab. Ja, ich zeige euch jetzt das Ganze mal, wie das aussieht. Also einen toten König werden wir da eben nicht haben, aber wie ihr jetzt schon sehen könnt, da vorne. Bei manchen ist es vielleicht so, dass das Schwert tatsächlich im Stein drin steckt, aber bei mir ist jetzt tatsächlich leider so, dass das Schwert eben oberhalb von diesem Stein rausbackt. Und hier, ja, man könnte vermuten, hier ist irgendwo der König, hier sind aber auch mehrere Leute, die schon versucht haben, eben das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Hier ist das Ding. Hallo? Alter, das ist, ja, also ich hätte es jetzt gerne gezeigt und demonstriert, wie das Ding aussieht, was das für Skills hat. Aber Leute, das Ding ist leider weggebackt. Es ist weg. Hier liegt es. Es ist jetzt nur ein billiges Stahlschwert. Aber Leute, das ist ja eben das, was Skyrim auch besonders macht. Es geht ja nicht darum, dass es jetzt so ein überkrasses Schwert ist, sondern es geht einfach hier um diese Saga, eben um dieses Easter Egg, was man hiermit in Skyrim zeigen wollte und das finde ich doch wieder eine geile Sache. Also das ist eben, was Skyrim auch nach all den Jahren immer noch attraktiv macht. Man hat hier irgendwo in Skyrim hat man eben noch ein Easter Egg, eine Quest, die lustig ist, eine versteckte Quest, die super schwierig zu finden sind und dann eben solche Anspielungen oder wie Anspielungen von Luke Skywalker, wie der da in einer Eishöhle von der Decke hängt. Also Leute, Skyrim verspricht doch schon ganz schön viel und wir finden hier einiges an Easter Eggs. Wie gesagt, hier in Anführungsstriche von der Arthurs-Sage Excalibur, das Schwert hier im Stein. Bei mir backt es leider oberhalb vom Stein und ja, es ist einfach nur ein ranziges Stahlschwert. Es ist nur ein ranziges Stahlschwert, muss man sagen, aber es geht ja letztendlich auch um den Effekt und um den Gedanken dahinter und ich finde es doch immer mal wieder eine nette Anspielung hier in Skyrim und ja, ich würde mal sagen, das packt wieder rum. Ich verabschiede mich hier aus Himmelsrand. Das war mal wieder ein kleines Easter Egg. Hier eben mit diesem schönen Panorama. Schaut es euch nochmal in Ruhe an. Diese frische Luft einfach nur. Und nochmal für euch zur Orientierung. Das Ganze befindet sich hier am Rebellengrab. Südwestlich von Mortal und südwestlich von Einsamkeit. Hier unten haben wir noch Horikstadt. Also Leute, viel Spaß beim Nachmachen. Vielleicht ist es bei euch ja so, dass das Schwert tatsächlich im Stein drin steckte. Ihr könnt es ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob das vielleicht bei euch auch so buggy war. Mich würde es auf jeden Fall mal interessieren. Und wie gesagt, mit diesem Ausblick verabschiede ich mich und vielen Dank fürs Zuschauen.